Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Heute feiern wir die große Indie-Sause und zeigen euch auch mal ein paar kleine Titel. Und das nicht etwa, weil gerade keine großen Titel rauskommen, nein. Sondern weil die Kleinen das verdient haben. Marquette zum Beispiel, der ist so Indie, dass euch die Ohren schlackern werden. Ihr werdet schon sehen. Die Frage, was genau ist eigentlich Indie, lässt sich in Sachen Games schon länger nicht mehr so einfach beantworten. Meist wird mit dem Begriff eine Gegensätzlichkeit zu den Big Playern der Branche, den AAA-Studios mit ihren schier unzähligen Entwicklerinnen und Entwicklern hergestellt. Man will verdeutlichen, dass hier kein Riesenpublisher mit seinem schweren Geldbeutel im Hintergrund sitzt. Aber manchmal meint Indie auch einfach Projekte und Ideen abseits der Mainstream-Massenware, die bunt und verträumt sind. Und, naja, die wirken, als wäre man gerade in eine riesige, gemischte Kiosktüte gefallen. Vom pappsüßen Mäusespeck bis hin zu den sauren Gummischlangen ist da alles drin. Nur kein Lakritz, weil Lakritz eklig ist. Warum ich euch das erzähle? Schaut euch Marquette einfach mal an. Das Rätselspiel ist das Erstlingswerk der kalifornischen Entwicklerschmiede Graceful Decay und sieht aus, als wäre man geschrumpft und direkt in die Süßwarenauslage gefallen. Die verspielte Optik lädt dazu ein, sich vor den Bildschirm zu setzen und die Welt zu entdecken und auszuprobieren, was man mit ihren Einzelteilen so alles anstellen kann. Und das ist doch ein perfekter Start für ein Game, in dem ihr vor allem eure grauen Zellen bemühen müsst. Die Rätsel beruhen alle auf einem Kniff, der das Spiel ziemlich einzigartig macht. Marquette ist nämlich eine Welt in einer Welt in einer Welt. Wie ineinander gesteckte Matrioschka-Puppen. Nur, dass die hier auf besondere Art miteinander verbunden sind. In der Mitte jedes Levels steht eine kleine Kuppel mit einer Maquette, also einem kleinen 3D-Modell der Umgebung. Und wenn ihr beispielsweise in der Welt einen Schlüssel findet und ihn in die Maquette legt, kann er euch als riesige Brücke dienen. Prinzip verstanden? Klotz im Weg und viel zu schwer. Ist in der Maquette kein Würfel mehr? Dreht ihr euch rum und schreit Yeah! Dieses Prinzip heißt Rekursion und ist erstmal nicht sehr kompliziert, birgt aber mehr Vielfalt, als ihr im ersten Moment vielleicht denkt. Und keine Sorge, schlechte Reime gibt's in-game auch keine. Dafür aber einen bemerkenswerten Soundtrack, der im Gedächtnis bleibt. Los geht's mit einem entspannt verspielten und vor allem auch Ohrwurm garantierenden Song im Tutorial. Aber auch komplexere Hirnverknotereien werden musikalisch toll untermalt. Zumindest, wenn ihr schnell genug seid. Braucht ihr nämlich zu lange und kommt nicht direkt auf das Rätsels Lösung, endet der Song. Spielt weiter! Ihr kennt das doch. Erst wenn sie das Rätsel gelöst hat, geht's weiter. Ich glaube, sie hat's. Oh nee, die ist viel zu dumm. Wie lange sollen wir hier denn noch rumstehen? Spielt den nächsten Song! Wir dürfen nicht! Mein Arsch tut so weh. Und ich muss mal. Ich hab schon. Ich glaube, jetzt hat sie die Lösung. Das ist es jetzt. One, two, three, four. Wenn man es dann geschafft hat, wird man oft nicht nur mit der wieder aufspielenden Musik, sondern eben auch mit einem neuen Part der Geschichte belohnt. Der Fokus liegt hier nämlich nur teils auf den Rätseln. Gleichzeitig werden die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit von Kenzie und Michael erzählt, die sich kennen und lieben lernen. Zu lesen ist das im Laufe jedes Kapitels an den Wänden der Umgebung und zu hören in den kleinen, super vertonten Cutscenes zwischendurch. Why end it just for some party? Let's not let this end. Text Holly. She'll understand. I love you, Michael. I love you, Kenzie. Ach, sind die beiden nicht zuckersüß? Ein echtes Traumpaar. Miri? Ich bin's, Michael aus dem Kunst-LK, weißt du noch? Ja, Mensch, Michael, wie geht's dir? Wer ist das? Hi. Ach, das ist Kenzie, meine Freundin. Wir sind jetzt seit 5 Monaten ein Paar. Ach, das ist so krass, ne? Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, ne? Also wirklich jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, du bist so süß, mein Herr. Nein, du bist süß. Letztens, als du mir genau die richtige Menge Milch in meinen Kaffee gemacht hast. Oh, ich weiß doch, was du brauchst, mein Hasezähnchen. Wir sind aber wirklich unzertrennlich, ne? Und wir... Wir beenden sogar die Sätze des anderen. Das ist wirklich... Alles gut? Ja, ja, alles gut. Also, was ich auf jeden Fall sagen wollte, oh, ne? Matthias, hey, weißt du, wie lange die beiden schon zusammen sind? 5 Monate. 5 Monate? Kannst du dir das vorstellen? Das ist schon so lange. Dabei fühlt es sich an wie am ersten Tag. Ja. Worum es in der Geschichte des Künstlerpaars wirklich geht, wollen wir euch an dieser Stelle nicht verraten. Erlebt das ruhig mal selbst.
Dem einen oder der anderen werden die Gesprächsschnipsel wohl zu simpel und die visuelle Darstellung durch die Zeichnungen zu klischeehaft vorkommen, aber gleichzeitig bieten sie dadurch eben auch Platz, in eigenen Erinnerungen zu schwelgen. Und das kann ja auch Teil eines gelungenen Spielerlebnisses sein. Nur leider wird das immer wieder unschön unterbrochen. Ob es sich um ein besonders schwer zu verstehendes Rätsel ohne Hinweise in der Umgebung oder technischen Schluckauf handelt. Beides möchte man in einem Spiel, das so sehr von seiner Atmosphäre lebt, am besten gar nicht haben. Und zwar die Lernkurve, gerade im Vergleich zu aktuellen Genrevertretern wie Superliminal, zu steil angelegt. In Marquette wird man wenig bis gar nicht an die Hand genommen. Auf der PS5 könnt ihr euch per Knopfdruck in einem Videotutorial anschauen, wie es weitergeht. Ansonsten gibt's aber keine Hilfsoptionen. Außerdem sind wir bei unserem ersten Durchlauf mehrmals in einem Aufzug hängen geblieben, sodass wir das Kapitel neu starten mussten und damit gut und gerne mal 30 Minuten Spielzeit verloren haben. Und ein Bug, durch den wir dieses Juwel nicht mehr ablegen konnten, nachdem wir mit ihm durch eine dafür vorgesehene Barriere gegangen sind, gab es ebenfalls. Besonders neugierige Nasen schaffen es auch, sich in Bereichen abseits vom eigentlich linearen Spielablauf ein- oder auszusperren. Auch da bleibt dann nur der Neustart. Leider haben wir immer noch nicht zu Ende gemeckert. Hier und da hätten wir uns noch mehr Abwechslung und Komplexität im Rätseldesign gewünscht. An Stellen, an denen sich die Prämisse weiterentwickelt, wird's dann durch weite Wege in Verbindung mit Trial- und Error-Passagen schon mal frustig. Und die Steuerung ist manchmal auch hakeliger, als es einem lieb ist. All das können die stimmungsvollen Ah-Momente, die Marquette durchaus zu bieten hat, nicht zu 100% wettmachen. Trotzdem kann man mit dem Gesamtpaket einen gemütlichen, spaßigen und emotionalen Abend auf der Couch verbringen. Gerade in einem Genre, in dem man glaubt, schon jeden Trick und Kniff gesehen zu haben, hat Marquette es mal wieder geschafft zu überraschen. Indem man sich selbst als Teil der Modellwelt wahrnimmt, taucht man tiefer in die Geschichte von Kenzie und Michael ein und lernt die Station ihrer Beziehung kennen. Mal recht deutlich, mal abstrakter. Ja, krass Indie ist Marquette definitiv. Schlackernde Ohren hatten wir zwar nicht ganz, für ein freudiges Wackeln unserer Lauscher reicht es aber in Anbetracht der Kreativität und Emotionalität allemal. Herzlich willkommen zu den News. Und wir legen los mit einer Meldung, die mit Skepsis betrachtet werden muss. Denn es gibt neue Gerüchte zu einer leistungsfähigeren Nintendo Switch Pro. Gerüchte um eine Switch-Hardware-Revision gibt es schon fast seit 2 Jahren. Doch in den vergangenen Tagen tauchten weitere Hinweise zu diesem Thema auf. So will der Wirtschaftsdienst Bloomberg erfahren haben, dass der Elektronikkonzern Samsung im Juni diesen Jahres mit der Massenproduktion von starren 7-Inch 720p OLED-Displays beginnen will. Die Spezifikationen sind unüblich für Smartphones, würden aber gut zu einer eventuellen Premium-Version der Switch passen. Repräsentanten von Samsung oder Nintendo gaben hierzu keinen Kommentar ab. In die Gerüchte mit ein stimmt Imran Khan, Redakteur bei Fanbyte Media und ehemals Game Informer. Er schreibt auf ResetEra.com, der Zweck der Switch Pro sei in erster Linie ein Erreichen höherer Bildraten und Auflösungen. Und auf Twitter sagt er, dass bereits eine Menge Leute über DevKits verfügen, sodass Bilder davon ziemlich bald im Netz auftauchen könnten. Und dann ist da noch der ResetEra-User Nate Drake, der in der Vergangenheit öfter mal mit seinen Leaks richtig lag. Er schreibt, dass es sogar eine kleine Zahl von Exklusivtiteln geben soll, die nur auf dieser leistungsstärkeren Switch laufen sollen. Er wisse von mindestens einem. Hui, ziemlich spannend das alles, aber wie immer bei Gerüchten gilt auch diesmal, skeptisch bleiben, nichts davon ist bestätigt. Deutschland sagt Lootboxen den Kampf an! Oder um es weniger polemisch auszudrücken, Kinder und Jugendliche sollen besser vor digitalen Gefahren geschützt werden. Der Bundestag hat eine Reform des Jugendschutzgesetzes verabschiedet. Ziel ist es unter anderem, Kinder nicht in Kontakt mit Kaufanreizen in Videospielen kommen zu lassen. Gemeint sind Ingame-Angebote wie Lootboxen oder Cardpacks. Diese glücksspielähnlichen Mechanismen sollen so bewertet werden, dass sie die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Und das wiederum müsse dazu führen, dass solche Spiele eine höhere Altersfreigabe bekämen. Das betreffe dann zum Beispiel auch FIFA 21, welches im Moment ab 0 Jahren freigegeben ist, obwohl es kostenpflichtige Cardpacks anbietet. Falls der Bundesrat das Gesetz durchwinkt, soll es noch im Frühjahr in Kraft treten. Wie würdet ihr das finden, wenn Spiele mit Echtgeld-Lootboxen ab 18 wären? Schreibt's doch mal bitte in die Kommentare. Und bevor wir uns hier jetzt dem Ticker widmen, gibt's noch ein Update zu Phantasian. Wie? Kennt ihr nicht? Kein Problem, dafür gibt's ja mich. Phantasian ist das aktuelle Rollenspielprojekt vom Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Erstmals angekündigt wurde es vor 2 Jahren im Rahmen der Vorstellung von Apple Arcade, Apples Abo-Service für Spiele. Warum wir Phantasian jetzt nochmal auf den Plan rufen, ist ein neuer Trailer, der die sehr originelle Optik hervorhebt.
Die Landschaften dieses JRPGs basieren nämlich auf kleinen, handgebastelten Dioramen, die von einem Team von 150 Künstlern gebaut und dann ins Spiel übertragen wurden. Und diese Technik erzeugt einen sehr organischen Look. Oder sagt mal selbst, das sieht doch schick aus, oder? Leider klingen die restlichen Eckpunkte nicht ganz so spannend. Erstens, Fantasien kommt erstmal nur für Apple Arcade. Und zweitens, es wird eins dieser JRPGs, die sich an den alten 16-Bit-Zeiten orientieren, inklusive eines Helden, der in einer fremden Welt erwacht und sein Gedächtnis verloren hat. Lol, als ob wir das nicht schon tausendmal gesehen hätten. Aber dieser Diorama-Look, der hat was. Ach ja, und ein Release-Datum gibt's auch noch nicht. Und nun, wie versprochen, zu den Mini-News, auch bekannt als Ticker. Rustikal. Das derzeit beliebte Survival-Abenteuer Rust kommt im Frühling auch für Xbox One und PS4. Von nativen PS5 und Xbox Series-Versionen ist derzeit keine Rede. Aber dank Abwärtskompatibilität wird's natürlich auch auf den neuen Konsolen laufen. Legendär! Apex Legends gibt's jetzt auch für die Nintendo Switch. Der Battle-Royale-Shooter läuft im Docked-Modus mit einer 720p-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde. Crossplay mit Spielern anderer Plattformen ist möglich. Cross-Progression gibt's aktuell aber nicht. Höllisch! Doom 3 erscheint am 29. März für PlayStation VR. Zusammen mit den Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Missions soll die VR-Version Content für gut 15 Spielstunden bieten. Grün! Retro-Games-Publisher Dotemu hat den Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge angekündigt. Für Fans des legendären Super Nintendo-Kloppers Turtles in Time schon jetzt ein Grund zum Feiern, denn Shredder's Revenge wirkt wie ein geistiger Nachfolger. Ein Release-Datum gibt's aber noch nicht. Eingestellt! Valve arbeitete zuletzt an einer Neukonzeption seines Dota 2-Kartenspiels Artifact. Doch diese Arbeiten hat man nun eingestellt. Die Spielerzahlen seien zu niedrig, als dass sich der Aufwand dafür lohne. Gleichzeitig gab Valve bekannt, dass die beiden Artifact-Versionen Classic und Foundry ab jetzt kostenlos spielbar sind. Eingestellt die zweite. Nachdem schon vor Monaten die Server für den Multiplayer-Shooter Disintegration abgeschaltet wurden, schließt nun auch das verantwortliche Studio V1 Interactive seine Pforten. Schade für alle Beteiligten, aber Disintegration war halt leider nicht mehr als Kartoffelbrei. Monströs! In einem Digital-Event verkündete Capcom neue Infos zu den kommenden Monster Hunter-Spielen für die Switch. So hat Monster Hunter Stories 2 nun ein Release-Datum. Es erscheint am 29. Juli. Und zu Monster Hunter Rise wurde unter anderem der Rampage-Modus erklärt, der eng mit der Story verwoben ist und leichte Tower-Defense-Anleihen aufweist. Außerdem wurde eine neue Demo zu Monster Hunter Rise angekündigt, die am 11. März erst. Ach Moment, die ist doch schon raus, oder? Ja, ich habe die auch schon gespielt. Das ist ja klasse, Tran. Dann erzähl uns doch mal was dazu. Okay. Okay. Die neue zweite Monster Hunter Rise Demo ist nicht komplett neu, sondern eher ein Update der ersten. Hinzugefügt wurde lediglich ein neues Monster, der Magna Malo. Aber bevor wir zu dem kommen, fasse ich nochmal fix den alten Content zusammen. Für Einsteiger gibt's ein Basistraining, in dem alte, aber auch neue Grundlagen erklärt werden, zum Beispiel die Fortbewegung mit den neuen Seilkäfern, was echt sehr fluffig funktioniert, oder auch das Reiten des Palamuts, eurem neuen Hundefreund. Das zweite Tutorial erklärt den neuen Wyvernritt. Unter bestimmten Bedingungen könnt ihr mit dem Seilkäfer auf große Monster aufsteigen und sie wie eine Marionette lenken. Dann lasst ihr sie entweder gegen eine Wand rennen oder verkloppt mit ihnen andere Monster. Macht Spaß, darf man sich aber nicht zu einfach vorstellen, denn die Monster lassen sich nur widerwillig kontrollieren, sind also gewollt ein bisschen träge. So, und mit diesem Basiswissen ausgestattet, durfte man bisher einen recht ungefährlichen Groß-Izuchi verhauen und einen schon deutlich schwierigeren Mizutsune, der seinen Erstauftritt in Monster Hunter Generations hatte. Wegen seiner rosa Farbe und seinen Blubberblasenangriffen muss ich da immer an SpongeBob denken. Hey! Du! Wer hat die Blubberblasen geblasen? Alright, aber jetzt zu Magna Malo. Dem Monster für Kenner, die die Gefahr mögen. So steht's jedenfalls im Auswahlmenü. Ihr macht mir keine Angst. Ich bin Kenner. So schwer wird er schon nicht sein. Als erstes muss man sich vorsichtig seine Angriffe einprägen und dann, wenn sich ein Fenster öffnet, selbst Trefferplatz. Okay, na gut, ist ja ganz normal, dass man bei einem komplett neuen Monster mal drauf geht. Aber der nächste Anlauf wird sicher besser. Ich kenne ja jetzt ein paar Attacken. Wird schon hin. Mann! Okay, auf diesen Bauchplatscher-Schwanzschlag muss ich wohl echt aufpassen. Die restlichen Attacken sind aber gut zu managen. Zack, ja, geht doch, hat's ihn hingelegt. Und jetzt noch ein True Charge Slash auf die Birne. Bäm! Oh, jetzt wird er wieder sauer und kriegt Feuerärmchen. Muss also wieder ein bisschen aufpassen. Na gut, ist doch gefährlich, der Magna Malo.
Aber Spaß beiseite, das darf man nicht überbewerten, denn Capcom macht die Monster in Demos ganz gern mal schwerer, als sie im fertigen Spiel sind. Was sind jetzt meine Eindrücke soweit? Also grafisch ist Monster Hunter Rise sehr gelungen, die Landschaft wirkt zwar ein bisschen eckig und simpel texturiert, aber trotzdem lebendig. Und die Animationen von allen Beteiligten sind wieder absolute Spitzenklasse. Wobei ich auch sagen muss, dass die 30er Bildrate die an sich tollen Bewegungsabläufe nicht schön transportiert. Hier in einem wuseligen Gefecht zusammen mit Katze und Hund gegen mehrere Gegner und dazu noch diesen ganzen Effekten, da erkennt man gar nicht mehr so richtig, was eigentlich abgeht. Wirklich cool finde ich die ganzen Seilkäfer-Aktionen, sei es nun im Kampf oder auch bei der Fortbewegung. Das macht immer Bock und sorgt für viel Dynamik. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Konzept der Map mir gefällt, mit diesen super hohen Bergen und Klippen überall. Man kommt zwar bequem hoch, aber da oben gibt's ja nichts Aufregendes, außer dem üblichen Sammelkleinkram halt wie Käfer oder Erze. Was ist also der Sinn dieser Berge? Und wenn man sich am Boden aufhält, was man ja wohl zu 99% der Zeit tun wird, ist man immer umgeben von diesen hohen, kahlen Felswänden. Find ich nicht so toll. Ich hoffe, die anderen vier Gebiete im Hauptspiel sind nicht so zugebergt. So viel von mir und Monster Hunter Rise. Zurück zu Krogi. Danke für deine Eindrücke, Trant. Zum Abschied habe ich noch ein richtiges Schmankerl für euch. Nämlich den ersten Trailer zum Dynasty Warriors Film? Schaut selbst. Was ein Trash, aber ziemlich originalgetreu, muss ich sagen. Das waren die News für diese Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Krogi. Wenn wir jetzt alle Spiele einzeln reviewen, dann stehe ich ja morgen noch hier. Wir nehmen jetzt einfach mal den Rest der Games aus der ziemlich cool und zockwürdig Kiste und geben sie Basti und er macht uns einen unter dem Radar raus, ja? Okay, nice. Weil ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, ich muss jetzt meine Hühnchen füttern gehen. Ab dafür. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spülschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Hier ist er wieder, euer freundlicher Obskuritätenfinder. Unter unserem Radar hat sich auch diesen Monat wieder kleiner, feiner, schräger und vielleicht auch ein bisschen sonderbarer Kram gesammelt, den ihr euch mal anschauen solltet. Aber Schluss mit unnötigen Schwallreden. Bringen wir die Nummer hier mal lieber mit Minute Fun Racer ins Rollen. Erinnert ihr euch noch an das Zelda-like, das in homöopathischen Päckchen von einer Minute gespielt werden musste? Minute Fun Racer nimmt sich den schwarz-weißen Retro-Look, verfrachtet das kurzlebige Schnabeltier aber an den Lenker eines Mopeds und lässt es dabei natürlich ähnlich schnell krepieren. Statt einer Minute bleiben euch hier sogar nur 10 Sekunden. Der Name ist deshalb natürlich Quatsch. Hätten die uns mal vorher gefragt. Aber gut. Minute Fun Racer ist ein Autorunner. Das Minimoped kennt nur geradeaus, außer es knallt. Das gilt es selbstverständlich zu verhindern und währenddessen Münzen einzusacken. Mit denen könnt ihr euch nämlich im In-Game-Shop Upgrades kaufen und so beispielsweise eure Halbwertszeit mit jeder gesammelten Münze verlängern oder eine Hupe kaufen. Und Hupe ist Muss. Minute Fun Racer ist ein kurzweiliger Dopamin-Kick und motiviert immer mal wieder für schnelle, helle Runden. Nur die Gameboy-Ästhetik macht's manchmal ein bisschen schwer, Hindernisse zu erkennen. Für den geringen Einstiegspreis von 2,40 Euro ist das Ding aber ein Selbstläufer. Noch ein guter Grund für den Kauf ist, dass alle Einnahmen dem guten Zweck gespendet werden. Feiner Zug, feines Spiel, fein, fein. Mindestens genauso fein, wenn nicht sogar noch ein bisschen feiner, ist nicht nur die hiermit geglückte Überleitung zum nächsten Spiel, sondern auch das Spiel an sich. Buddy Simulator 1984. Hier bekommt ihr es mit der künstlichen Intelligenz eines Programms zu tun, das gern euer bester Freund sein möchte. Zu Beginn daddelt ihr euch dabei noch durch rudimentäre ASCII-Spielchen. Später entwickelt die KI aber sein Entertainment-Programm immer weiter, weil es euch nicht verlieren möchte. Ein bisschen krankhaft. Dabei geht es durch ein Text-Adventure, ein 2D-Abenteuer, ein 3D-Rollenspiel und was weiß ich nicht noch alles. Ich will an dieser Stelle ja nicht schon zu viel verraten. Nur so viel, tief in den Eingeweiden des Buddy Simulators steckt auch ein Horrorspiel. Es mag zwar auf den ersten Blick irgendwie knuffig aussehen, was da über euren Bildschirm zuckelt, gleichzeitig hat das Ganze aber einen bedrohlichen Unterton. Buddy Simulator 1984 hat einige witzige Ideen auf Lager. Die gut dosierte Horror-Mystery sorgt dafür, dass man es nicht so schnell zur Seite legen kann. Spielerisch wird's hier allerdings nie wirklich aufregend und wer Metagames wie Pony Island gespielt hat, dürfte auch recht wenig überrascht werden. Trotzdem gibt's eine dicke Empfehlung, weil euch das Spiel nicht zuletzt auch durch seine ständige Evolution an den Bildschirm fesselt.
Man möchte halt einfach wissen, zu welchem Spiel es sich denn noch entwickelt. Und um mit den hervorragenden Überleitungen weiterzumachen, entwickelt wurde ja auch das Spiel Inukari Chase of Deception. Um genau zu sein, abgesehen vom Soundtrack sogar nur von einem Indie-Entwickler aus Deutschland allein. Und das ist dem ziemlich gut gelungen, wie wir finden. Inukari ist ein Action-Plattformer, der auf ein, entschuldigt mein Denglisch, flowiges Spielgefühl setzt. Alle Level sind so designt, dass ihr zum flotten Durchrushen motiviert werdet. Dabei schaltet ihr dann neue Skills wie Shuriken oder den Doppelsprung frei. Allzu komplex wird es dabei aber nie, was dem temporeichen, sich einfach irgendwie fluffig anfühlendem Spielgefühl aber zugutekommt. Die schick, aber schlicht gepixelten Level spielen sich einfach schön schnell hintereinander weg. Nur in Details bemerkt man, dass es sich hier um das Werk von nur einer Person handelt. Die Bosskämpfe können mitunter durch schwer lesbare Angriffsmuster etwas holprig sein und das Movement ist nicht ganz so fein und direkt wie beispielsweise bei Celeste. Aber auch wenn Inukari noch nicht ganz mit den Größten seines Genres mithalten kann, ist es dennoch ein sehr kurzweiliger Plattformer und als Erstlingswerk eine ordentliche Ansage. Sagen müssen wir euch zum Horrorspiel At Dead of Night, dass wir uns ein bisschen schwer getan haben. Das nimmt sich in bester FMV-Tradition real gefilmte Schauspielerinnen und Schauspieler und verfrachtet sie in ein Spukhotel. Das große Problem, es möchte so gern gruselig sein, nimmt sich aber als große Bedrohung diesen komischen Knüppelclown hier. Dem gilt es, in den Gängen und Zimmern des Hotels aus dem Weg zu gehen. Weil aber der eine immer wiederkehrende Buh-erschreck-dich-Jumpscare älter ist als deine Mutter und Killer-Jockel hier eher wie eine Budget-Version des gemeinen Karnevalprofessors aussieht, hat sich das mit der Angst schnell erledigt. Hinzu kommt, dass es in den verwinkelten Gängen dank seltsamer Schnitte arg unübersichtlich werden kann und die per Mausklick von Bild-zu-Bild-Springsteuerung gerade bei bewegter Kamera sau ungenau ist. Ja, aber warum redest du dann trotzdem darüber, Ingo? Tja, ganz einfach, aufmerksame, nicht unserem Altersschnitt entsprechende Zuschauerin. Erstens, weil mir der Off-Text hier nun mal so vorgelegt wurde und ich lese, was auf den Tisch kommt. Und zweitens, weil im Kern dann trotz aller Fehler ein irgendwie interessantes und sehr ungewöhnliches Spiel steckt. Die Präsentation ist, entgegen aller Phantasmagoria-Ängste, richtig schick und das Sounddesign atmosphärisch. Der motivierendste Aspekt ist aber die Suche nach der Story. Mit magischem Geisterspiegel und Astralradio unterm Arm könnt ihr nämlich an den richtigen Stellen die Schicksale der bisherigen Opfer aufdecken. Und so wird At Dead of Night dann weniger zu einem Survival-Horrorspiel als vielmehr einem Detective-Thriller mit ein bisschen übernatürlichem Klimbim. Und das ist irgendwie echt spannend. Auch wenn der Spielspaßverderber mit dem Gummiprügel echt nervt. Buhu, dich auch! Apropos Buh. Ziemlich Buh ist es auch, dass wir bis jetzt noch überhaupt kein Sterbenswörtchen zu Curious Expedition 2 verloren haben. Dabei hat es das sonnige Sendezeitplätzchen mehr als nur verdient. Das macht nämlich alles noch ein bisschen schöner, größer und besser, was schon den Vorgänger so gut gemacht hat. In dem Roguelite seid ihr Abenteurerin oder Abenteurer und entdeckt fremde Inseln, Ruinen und Kulturen. Bei eurer Expedition plant ihr Zug um Zug und müsst dabei eure Ressourcen haushalten, damit euer Trödeltrupp nicht krank oder wahnsinnig wird. In vielen Momenten müsst ihr auch moralische Entscheidungen fällen und beispielsweise überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, das seltene Artefakt von einem Opferaltar zu klauen. Spoiler, nein! Und dann kommt es, damit absolut nicht im Zusammenhang stehend, auch ab und an zu kämpfen. Hier müsst ihr dann mit ein bisschen Würfelglück und Hirnschmalz wilde Tiere oder, ebenfalls komplett ohne Zusammenhang, wütende Eingeborene zurückschlagen. Curious Expedition 2 vermittelt das Gefühl einer richtig spaßigen Pen-and-Paper-Runde, bei der immer und zu jeder Zeit alles schiefgehen kann. Gleichzeitig wirft euch der Game Master aber auch immer wieder Dopamin-Leckerlis zu, wenn euer Kader mal ausnahmsweise nicht, komplett zusammenhangslos, auf irgendeinem rituellen Scheiterhaufen endet. Außerdem wird nebenbei noch eine etwas dünne, aber trotzdem motivierende Geschichte erzählt, die euch an die Feldflasche fesselt. Hier und da wiederholen sich einige Ereignisse der zufällig generierten Karte zu oft und wenn jemand, zusammenhangslos, aus unserer gesichtslosen Truppe abkratzt, kratzt das herzlich wenig. Trotzdem ist dieser kuriose Ausflug furios. Furios, furios. Ah, wusstet ihr eigentlich, dass sich furios auf Heroes reimt? So wie in Rogue Heroes. Rogue Heroes Ruins of Tarsus ist, wer hätt's gedacht, ein weiteres Roguelite. Dieses Mal gibt's aber weniger Strategie und mehr Zelda. Ein Zelda, das die It's dangerous to go alone Nummer ernst nimmt. Rogue Heroes wird nämlich am besten gemeinsam mit bis zu 3 Freunden lokal oder online genossen. Als Rogue-Recke ist es eure Aufgabe, böse Titanen in Siegel zu verschließen, die Welt vor dem Untergang zu bewahren und ja, bla bla bla.
Die Story ist Schnurz. Wichtiger ist, dass ihr hier 4 Dungeons vor euch habt, die in guter alter Rogue-Tradition zufällig zusammengewürfelt werden. Neben simplen, aber doch fordernden Kämpfen warten dabei auch noch Rätsel auf euch. Die wiederholen sich bei mehrmaligem Besuch des gleichen Verlieses zwar recht oft, sind aber trotzdem eine willkommene Abwechslung. Für gute Kloppe und schlaues Köpfchen werdet ihr mit Klunkern belohnt. Die könnt ihr nach einem eurer, ebenfalls Rogue-Tradition, häufigen Tode in den Ausbau eines kleinen Städtchens investieren. So schaltet ihr dann permanent Upgrades wie mehr Lebensenergie, mehr Waffenwumms oder neue Klassen frei. Auch bei Game Over feiert ihr so Erfolge, weshalb euch Rogue Heroes immer wieder zurück in die Dungeons und zu eurem unweigerlichen, qualvollen Tod lockt. Rogue-Tradition. Man muss natürlich dem genre-typischen Grind etwas abgewinnen können und der etwas frickeligen Optik manch übersehenen Gegner verzeihen. Dann macht's aber wirklich mordsmäßig Laune. Nur leider scheint das Spiel gerade noch etwas bugverseucht zu sein. Im Couchkorb lief es bei uns auf einer Switch reibungslos, online auf der anderen war es ein Absturzdauerfeuer. Deshalb unsere Warnung, wartet am besten noch 1-2 Updates ab. Und weil ihr wahrscheinlich keine Lust habt, noch eine weitere grandiose Überleitung von mir abzuwarten, mach ich's kurz. Unser Unterhund des Monats ist IS-9 Monstrum Nox. Ja, ich weiß, was ihr jetzt in den Kommentaren schreibt. Aber Ingo, das ist ja allaussehender, abgeranzter Obernischenkäse aus der lauwarmen Japano-Gedönshölle, der spielerisch und inhaltlich so wirkt, als ob irgendjemand in den 90ern hängen geblieben und von dort aus weiter generische JRPGs mit viel zu viel Gesabbel und viel zu wenig Geil produzieren würde. Game 2 trotzdem beste. Tja, liebe viel zu viel Zeit mit viel zu langen Kommentaren verbringende Zuschauerinnen und Zuschauer, was IS-9 angeht, seid ihr etwas falsch gewickelt. Ja, vielleicht gibt es hier Strobokantenflimmern, Wischiwaschi-Texturen und eine Spielwelt, die mehr so trostloses PS2-Stillleben ist. Aber unter dieser technisch und vielleicht auch manchmal stilistisch fragwürdigen Fassade steckt ein wirklich fantastisches, kurzweiliges und sehr motivierendes Action-Rollenspiel. Das Gameplay von IS-9 zieht euch nämlich die Socken aus. Die schnellen, sich buttrig spielenden Kämpfe und groß angelegten Bossfights sind ein Fest. Durch ein sich ständig erweiterndes Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten macht auch die mit vielen Geheimnissen und Nebenaufgaben gespickte Open-World-Stadt beim Erkunden richtig Bock. Die Dungeons fangen zwar zahm an, fordern später aber durch ihre Komplexität eure volle Auffassungsgabe. Und dann motiviert euch das Spiel auch noch mit vielen kleinen Progress-Stellschrauben, wie eine durch eure Erfolge ständig belebter werdende Heldenschaltzentrale. Ja, hinter dem mitunter hässlichen, etwas zu klischeeartigen Anstrich von IS-9 Monstrum Nox steckt ein waschechter, knuffiger Unterhund, der seine Streicheleinheiten mehr als nur verdient hat. So, und nach den ganzen Geheimtipps und vor allem den genialen Überleitungen habe ich mir jetzt meinen Feierabend wirklich verdient. Machen wir Schluss. Tschüss, euer Ingo. Und das war's auch schon wieder mit Game 2. Aber ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, so richtig abzuräumen. Ein Game 2-Abo, ganz umsonst. Einen Klick entfernt, euer Weg zu Reichtum, Schönheit und Erfolg. Und falls ihr, nun da ihr nicht mehr arbeiten müsst, noch einen Zeitvertreib braucht, könnt ihr euch dieses Video anschauen von Represent über Crystal Meth. Da werden euch die Ohren schlagern. Wiederschauen.